Zwei Kulturradio, Fragen an die Autorin Dr. Eva Schweizer zu ihrem Buch Amerikas Schattenkrieger. Meiner Meinung nach haben die USA zwar nach dem Zweiten Weltkrieg Hunderttausenden oder gar Millionen von Deutschen durch die Luftbrücke geholfen, einen neuen Anfang zu finden, aber das berechtigt doch wohl nicht, noch Jahre danach die Deutschen wie so ja, einen kleinen Schüler an der Hand zu nehmen und zu sagen, das musst du machen und das musst du machen. Und es berechtigt erst recht nicht, Deutsche abzuhören. Wie steht die Autorin dazu? Also zwei Punkte dazu. Also einmal die Luftbrücke. Ich habe nicht so eine hohe Meinung von der Luftbrücke. Die Situation war damals die Russen hatten 45 Berlin erobert in Absprache mit den Westalliierten. Man hätte da auch zu viert einmarschieren können. Naja, nicht wirklich zu viert. Lass mal die Franzosen mal weg. Zu dritt einmarschieren können und das gleich anders regeln können. Man hat den Russen den Vortritt gelassen, dann kamen die Amerikaner und die Engländer zwei Monate später und waren dann so ein bisschen auf den Goodwill der Russen angewiesen. Und dann haben die quasi West-Berlin getauscht gegen Leipzig und Thüringen. Die US-Armee war ja in Leipzig und Thüringen, da haben sie gesagt, wenn wir West-Berlin kriegen, kriegt ihr diesen unteren Teil von Deutschland. Das war ja auch so vereinbart worden in Jalta. Mhm. Und jetzt saßen die da und die wollten eigentlich so einen Outpost haben, so einen Spionageposten im Osten, wo sie sich so ein bisschen umtun können und ein bisschen Einfluss haben können. Also es ging nie um den Schutz der Westberliner, das macht ja auch gar keinen Sinn. Also warum sollte man hört ihnen ja an, dass sie aus Berlin kommen. Ja, warum sollte man 2 Millionen Westberliner gegen 4 Millionen Sachsen und Thüringer eintauschen? Dann gab es die Blockade kam wegen der Währungsreform und dann waren vor allem die Amis abgeschnitten vom Nachschub. Also war ja nicht so, dass die Westberliner abgeschnitten waren. Es gab ja damals keine Mauer. Die Westberliner hätten ins Umland gehen können und Lebensmittel einkaufen. Das wurde ihnen auch angeboten. Das wäre natürlich nicht so doll gewesen. Die hatten ja selber auch nichts. Dann hätten sie halt irgendwie sich mit Kartoffeln durchschlagen wollen. Und das wollten sie auch nicht, weil sie das mit Recht als ersten Schritt sahen, in die DDR integriert zu werden. Das ist natürlich nicht schön. Also es war natürlich sehr viel schöner im kapitalistischen, war ja nicht kapitalistisch, aber im heftig subventionierten Westberlin zu leben, wo der Steuerzahler den ganzen Zirkus finanziert hat, im Gegensatz zur DDR. Aber es war jetzt nicht so, dass da Millionen abgeschlachtet worden wären. Wäre halt ganz Berlin, wäre halt gewesen wie Berlin Hauptstadt der DDR. In Amis ging es darum, dass sie ihren eigenen Stützpunkt behalten konnten in Berlin und nicht darum, die Berliner jetzt zu beschützen. So, wie weit sich daraus noch Sachen ableiten? Naja, es ist, was man mit sich machen lässt. Ja? Also es ist so, grundsätzlich vertreten Länder ihre eigenen Interessen. Und wenn man ihnen das erlaubt, dann machen sie das. Das würden die, oder was heißt sie würden, das haben die Sowjets genauso gemacht, wie sie es noch konnten. Das würden die Chinesen auch so machen. Das britische Imperium war genauso. So funktioniert die Welt halt. Also man darf es halt nicht mit sich machen lassen. Ich möchte immer einige Themen ansprechen, die im Buch vorkommen und auf die Hörer natürlich nicht kommen können, weil sie das Buch noch nicht gelesen haben. Noch nicht. Und ein Thema, was mich wirklich schockiert hat und wo ich auch wirklich nichts drüber wusste, ist der Umgang mit dem deutschen Widerstand im Zweiten Weltkrieg. Ich dachte eigentlich, dass die Westalliierten die Widerstandskämpfer in Deutschland als ihre Verbündeten und Freunde angesehen hätten. Jetzt lese ich in Ihrem Buch, dass das nicht nur nicht der Fall war, also nicht nur jetzt der kommunistische Widerstand sowieso nicht, aber auch der adlige Widerstand, auch der bürgerliche Widerstand wurde zum Teil von den Briten zum Beispiel geradezu boykottiert. Die haben wirklich geradezu Widerstandskämpfer ans Messer geliefert. Ja, haben die auch. Ich meine, warum sollen die den deutschen Widerstand peppeln? Denen ging es ja nicht um eine interne Machtverteilung in Deutschland, wie den Widerstandskämpfern. Denen ging es darum, Deutschland und eigentlich auch Preußen als Macht in Kontinentaleuropa zu besiegen. Das war deren Kriegsziel. Also von daher, für die macht das gar keinen Sinn, den Widerstand zu peppeln. Also denen war es ganz recht, wenn Deutsche Deutsche umbringen. Klar, auch wenn das eine eben deutsche Widerstandskämpfer waren, ja. Das andere deutsche Nazis. Ja, es war ja kein politischer Kampf in dem Sinne, sondern also England gegen Deutschland. Das war ein ethnischer Krieg. Warum soll man da den Gegner peppeln? Amerikaner ist ein bisschen zwiespältiger. Also es gab die OSS, also OSS ist der Vorgänger, die Vorgängerin der CIA. Office für irgendwas? Office of Strategic Services. Ah. Die saßen überall in London, in der Schweiz. Und in der Schweiz saß Alan Dulles, der dann später CIA-Chef wurde, sehr berühmter Mensch. Der hat versucht, den Widerstand zu unterstützen. Der war auch eher ein bisschen konservativ. Der war so ein bisschen auf einer Linie mit diesen Stauffenberg-Leuten. Kriegt aber keine Rückendeckung aus Amerika, also nicht vom Präsidenten. Dem Präsidenten war das alles zu konservativ und zu preußisch und zu adelig und so. Weil so für eine amerikanische Propaganda, die haben so an die Weltkriegspropaganda wieder angeknüpft. Also für die waren die Nazis preußische Adlige und die Österreicher waren unterdrückte Nazi-Opfer.
Ein bisschen absurd, aber so war das halt damals. So geht man dann in die Falle der eigenen Propaganda, ne? Ja. Aber die wollten das auch nicht unterstützen. Was ein paar Leute gemacht haben, ist, dass sie immer versucht haben, so einen kirchlichen Widerstand zu finden. Weil den gab es halt nicht wirklich, ja. Der wäre auch in Amerika vermittelbar gewesen. Bonhoeffer. Das war wirklich der Einzige. Mhm. Echt, aber weit und breit. Und selbst der war nicht beliebt, habe ich in ihrem Buch gelesen. Bonhoeffer war ein ziemlicher, der war ja nicht in der Amtskirche, der war ja ein ziemlicher Linker. Es gab schon so ein paar, die Geschwister Scholl, aber die spielten auch nicht so eine riesige Rolle. Also der große Widerstand war links. Mhm. Die wurden schon ganz früh ausgerottet, schon 33. Da gab es ja die Straßenschlachten und also erst die Straßenschlachten, dann wurden die alle eingesammelt und massakriert. Die kriegten Unterstützung von den Russen. Aber Amerika ist ja nicht so ein linkes Land. Also mit denen wollten sie auch nicht viel das zu tun haben. Wir kriegten so ein bisschen Hilfe, also die meiste Hilfe kriegten die eigentlich von linken jüdischen Exilanten, die nach New York geflüchtet waren. Die haben versucht, so ein bisschen was aufzubauen, auch Gewerkschaftler, und denen zu helfen. Das stieß aber überall im State Department, in der Regierung komplett auf. Wollen wir nicht. Eine weitere Frage bitte. Es ist ja wohl so, dass die USA nicht erst seit gestern uns ausspionieren. Nun, wenn das schon seit Jahrzehnten so geschieht, kann man sich doch auch fragen, wie weit sich die Technik da geändert hat und wie schwer oder auch wie leicht es war oder ist, uns auszuspionieren. Und da stellt sich doch auch die Frage, welche Gegenmittel man dagegen hat. Nein, die Technik ist so, die Amerikaner haben das Recht, unsere Datenleitung anzuzapfen. Der Deal ist, dafür erzählen sie uns, wenn Islamisten einen Anschlag planen. Und nebenbei spionieren sie so ein bisschen die Wirtschaft aus. Also da muss man sagen, wir wollen das nicht. Wir schneiden euch jetzt ab und wir bauen das alles selber auf, investieren auch ein paar Milliarden, um das zu machen. Das ist nicht für nulle Wert zu haben. Also das muss man politisch wollen. Und dann, selbst dann ist es schon schwierig, aber der erste Schritt ist, dass man eine Regierung haben will, die das auch möchte und in der Lage ist, das umzusetzen. Kai Holdorf aus Hamburg hat eine Mail geschrieben. Er schreibt, im US-Wahlkampf äußerte sich ein republikanischer Abgeordneter kritisch zur außenpolitischen Wahrnehmung. Sinngemäß sagte er, unsere Verbündeten stehen nicht mehr so nah an unserer Seite und unsere Feinde fürchten sich kaum noch vor uns. Ist das jetzt Polemik oder ist das eine weit verbreitete oder ernstzunehmende politische Meinung? Ich nehme es nicht besonders ernst. Also wenn die Demokraten dran sind, werden sie von den Republikanern kritisiert und umgekehrt. Die sagen immer, ihr macht das nicht richtig, wir werden nicht ernst genommen. Gestern waren wir noch ein starke Macht, heute sind wir es nicht mehr. Also ich sehe das ehrlich gesagt nicht, dass unter Obama die USA weniger gefürchtet sind oder weniger beliebt als unter Bush. Das ist total absurd. Also die Unterschiede zwischen Republikanern und Demokraten kann ich sowieso nicht so fürchterlich leicht verstehen. Es gibt schon Unterschiede, aber die Unterschiede sind eigentlich größer, je nachdem, wer gerade dran ist. Also ein Republikaner wie Eisenhower ist eigentlich besser als manche Demokraten. Also es sind ja riesige, vielleicht soll ich nochmal einen Schritt zurückgehen. Es gibt zwei Parteien, es gibt mehr, aber es gibt zwei große Parteien wegen dieses Wahlsystems. Der Winner kriegt alles, deswegen, also muss 50% haben. Und das sind Riesenparteien. Da kommen alle möglichen Leute drunter, weil es ja nichts anderes gibt. Und diese Flügel sind unheimlich weit voneinander entfernt. Und Sie deswegen, haben ja ein Buch über die Tea Party mal geschrieben. Genau, da hatte ich das auch angesprochen. Deswegen ist es alles so ein bisschen amorph, das überlappt sich. Also man kann das nicht so festnageln wie hier in Deutschland. Da hat man die Grünen, die sind gegen Atomkraft, die Sozialdemokraten, die sind für die Gewerkschaften, die CDU sind für die Kirchen, ich weiß nicht, keine Ahnung. CSU ist für Bayern, also das kann man alles viel, viel klarer benennen. Wobei das auch alles nicht mehr wirklich stimmt. Nein, CSU ist immer noch für Bayern. Gut, das stimmt. Da möchten wir doch noch dran festhalten. Ja. Aber in Amerika ist das alles so viel amorph. Also im Grunde bin ich zum Schluss gekommen, dass die Republikaner die Partei der Leute sind, die schon länger im Land sind, also das Establishment, die konservativen Weißen, während die Demokraten die Partei der Newcomer sind, also die später gekommen sind, die neuen Immigranten, die Schwarzen, die Hispanics, also die Nicht-Christen, also die zweite Hälfte. Und wenn welche von denen jetzt etabliert werden und konservativ, wie die Italiener zum Beispiel, dann wandern sie zu den Republikanern ab. Bei den Polen ist es gerade zu beobachten, die waren früher alle Demokraten, jetzt sind sie halb Republikaner, die Deutschen sind inzwischen alle Republikaner. Also das ist nicht so ein politisches Ding wie bei uns, sondern mehr so ein ethnisches Ding, wo die einzelnen Einwanderungsgruppen versuchen, die Parteien für sich zu instrumentalisieren und zu besetzen. Welche Verzerrungen in der Darstellung der USA sehen Sie denn umgekehrt in der deutschen Presse heute? Das ist schwer zu sagen. Da gibt's auch so viel. Also da könnte man stundenlang drüber reden. Man sagt ja immer, die deutsche Presse sei relativ amerikakritisch.
Nicht so wie die französische und italienische, die sind viel amerikakritischer. Mhm. Oder die britische ist richtig Amerika. Lesen Sie mal den Guardian oder so, die sind richtig amerikakritisch. Aber was fällt Ihnen denn so auf? Sie wohnen ja jetzt in New York, aber auch in Berlin. Also wenn Sie jetzt hier was lesen. Ein Ding, was mir auffällt, ist, dass viele das gar nicht verstehen, wie Amerika so von Grund auf organisiert ist in dieser ethnischen Zusammensetzung. Ich habe gestern einen Artikel gelesen in der Zeit Online. Also ich sage das jetzt nicht, weil es Zeit Online ist, sondern weil ich es gestern gelesen habe. Eigentlich ein gut gemeinter Artikel. Da ging es darum, dass, oder war es im Spiegel Online? Ich kann die alle nicht mehr unterscheiden. Da ging es darum, dass in Yonkers Projects waren, also Sozialwohnungssiedlungen von Schwarzen, mit denen die Weißen Probleme hatten. Die sagten, nee, wir wollen hier nicht die ganzen schwarzen Sozialmieter, das bringt nur Kriminalität. Das wurde dann verglichen mit den heutigen Dingern. Also irgendwie selbstverständlich ist der Autor dieses Artikels davon ausgegangen, dass es sich bei den Schwarzen um Einwanderer handelt. Das ist überhaupt nicht der Fall. Die Weißen sind die Einwanderer. Das sind eigentlich die, die später gekommen sind. Und so dieses Grundverständnis fehlt so ein bisschen. Manchmal lese ich auch richtig falsche Sachen. Also generell ist es schon richtig, dass die Presse in Deutschland eher demokratenfreundlich ist als republikanerfreundlich. Das muss man echt sagen. Also Obama wäre hier beliebter als drüben. Ich weiß es nicht, wie beliebt er drüben noch ist. Also er hatte mal so eine Phase, wo er relativ unbeliebt war. Jetzt scheint er wieder ein bisschen nach oben zu kommen mit der Gesundheitsreform. Eins der Dinge, die ich sehr erstaunlich fand, die ich selber gelernt habe während meines Buches, war, es gibt ja diese ganzen Thinktanks zwischen Amerika und Deutschland, mit denen ich häufiger rede. Die sagten immer, die Republikaner sind noch viel besser für Deutschland. Und ich muss sagen, diese Leute haben recht. Ich bin heute der Meinung, die Republikaner waren für Deutschland immer besser als die Demokraten. Inwiefern? Außenpolitisch. Also nur ein Beispiel, Herbert Hoover, Republikaner. Es gab nach dem Ersten Weltkrieg eine britische Hungerblockade gegen Deutschland, um Deutschland zu bewegen, den Versailler Vertrag zu unterschreiben. Die wollten ja erst nicht. Dann gab es ein halbes Jahr eine Hungerblockade nach Kriegsende, wo 500.000 Leute verhungert sind, die meisten davon Kinder. Und Hoover hat versucht, die Blockade zu brechen und Food, also Essen von amerikanischen Farmern nach Deutschland zu bringen. Es hat auch eine ganze Zeit lang gedauert, bis es geklappt hat. Es hat schließlich geklappt. Er hat Hunderttausende vor dem Hungertod gerettet. Das weiß kein Schwein. Das waren Republikaner. Mhm. Man sollte dem ewig dankbar sein. Das weiß irgendwie niemand. Also auch Eisenhower war für Deutschland besser als Truman. Das ist, also wenn man sich einfach ganz nüchtern anguckt, also jetzt nicht Bush Junior, das ist echt eine Ausnahme, aber in der Geschichte der USA anguckt, was Republikaner gemacht haben, es waren auch immer die Demokraten, die die Kriege geführt haben. Jackson, den Krieg gegen die Indianer und die Franzosen, glaube ich auch, dann Polk gegen die Kanadier, Madison gegen die Mexikaner, das bringe ich jetzt ein bisschen durcheinander, aber jedenfalls alle, der mexikanische Krieg wurde unter einem Demokraten geführt, der Krieg gegen Kanada wurde unter Demokraten geführt, also... Mhm. Alle größeren Kriege wurden eigentlich unter demokratischen Präsidenten geführt und die Republikaner haben zwar immer den Säbel gerattelt und haben vom Reich des Bösen gesprochen. Vietnam unter Lyndon B. Johnson, das war derjenige, der den Krieg eskaliert hat. Nixon kriegt den schlechten Ruf, aber es war eigentlich Johnsons Krieg. Deswegen denke ich, Republikaner sind mit der Ausnahme von George W. Bush wirklich besser als Demokraten für den Rest der Welt.